Hallo meine lieben Kaffeefreunde, heute zeige ich euch, wie ich meine Espressomühle, die Eureka Specialita, sauber mache. Ganz getreu dem Motto, nur frischer Kaffee ist guter Kaffee. Die Bohnen, die wir täglich durch unsere Kaffeemühle jagen, geben natürlich ganz viele Kaffeeöle und Kaffeefette ab, die sich in alle Ecken der Mühle setzen und mit der Zeit ranzig werden. Und die wollen wir natürlich lösen. Bei der Reinigung gibt es zwei Methoden. Die eine Methode ist die grobflächige, schnelle Methode. Dafür benutze ich diese Grinds hier. Diese Reinigung führe ich ungefähr alle 3 bis 4 Wochen durch, zum Beispiel bei einem Bohnenwechsel. Und die andere Methode ist die gründliche Reinigung. Dort nehme ich die Mühle alle 2 bis 3 Monate mal komplett auseinander und reinige alle Teile separat. Dazu aber mehr im hinteren Teil des Videos. Ich füge euch Timestamps ein. Nun aber mehr zur ersten Methode. Von den Grinds benutzt ihr ungefähr eine Verschlusskappe und schüttet sie in den Bohnenbehälter. Diese lasst ihr dann ganz normal, wie auch Kaffeebohnen, einfach durch die Mühle laufen. Nach dem Mahlen befinden sich noch ganz viele kleine Partikelchen von den Grinds in der Mühle. Deswegen solltet ihr danach auf jeden Fall noch normale Espressobohnen hinterher mahlen, damit alle Reste vom Reiniger aus der Mühle entfernt werden. Keine Sorge, wenn ihr danach nochmal ein paar Krümel davon in eurem Espresso wiederfindet. Die Dinger sind in der Regel geschmacksneutral und lebensmittelecht. Ja, und das war's schon mit der ersten Methode. Jetzt ab zur gründlichen Reinigung. Diese Reinigung führe ich ja, wie gesagt, so alle 2 bis 3 Monate durch. Hier müsst ihr die Mühle nicht anschmeißen und deswegen empfehle ich euch Stecker ziehen. Den Bohnenbehälter könnt ihr ganz leicht einfach abnehmen. Ihr löst hinten die Schraube und dann könnt ihr diesen mit einem feuchten Tuch reinigen. Nachdem ihr nun den Bohnenbehälter abgenommen habt, könnt ihr mit einem Sauger das Kaffeemehl zwischen Bohnenbehälter und Gummi entfernen. Danach entfernt ihr dann hinten das Logo und mit einem Kreuzschlitz könnt ihr dann den oberen Deckel entfernen. Jetzt kommt nochmal unser Sauger zum Einsatz, saugt alles Grobe, was da noch rumfliegt, weg. Jetzt ist es ganz wichtig, checkt nochmal, ob ihr den Stecker gezogen habt. Dann könnt ihr die 3 oberen Schrauben entfernen und damit die obere Mahlscheibe lösen. Bitte benutzt jetzt keine feuchten Lappen, weicht die Teile in Wasser ein oder tut sie in die Spülmaschine. Das tut den Mahlscheiben nicht gut. Jetzt kommt mein Lieblingstool bei der Kaffeemühlenreinigung zum Einsatz, der Zahnstocher. Die obere Mahlscheibe könnt ihr jetzt abnehmen und dann könnt ihr mit dem Zahnstocher außen, innen alles vom Kaffeemehl befreien. Wichtig sind auch die Schrauben, wo sich auch viel Kaffeemehl reinsetzt. Auch in der inneren Lücke der oberen Mahlscheibe setzt sich ganz viel Kaffeemehl. Wenn ihr da mit einem Zahnstocher herumfahrt, bekommt ihr ebenfalls ganz viel altes Kaffeemehl heraus. Über die obere Mahlscheibe könnt ihr dann nochmal mit einem Sauger drüber gehen. Ja, ich weiß, Sauger und Zahnstocher, das sind die wichtigsten Tools. Jetzt ab zur unteren Mahlscheibe. Saugt wieder das Gröbste ab und wagt euch einen Zwischenraum, an dem man zugegeben nicht so einfach drankommt. Hier könnt ihr einfach alles von der Seite aus nach vorne zum Auslauf schieben. Das schwarze Gummi. Am Ende saugt ihr dann wieder alles schön mit einem Sauger ab und wagt euch an die Schrauben. Wie auch in der oberen Mahlscheibe sitzt dort ganz viel altes Kaffeemehl. Und dann müsstet ihr eigentlich alles entfernt haben. Dann könnt ihr am Ende noch den Auswurf ein wenig reinigen. Hierfür könnt ihr mit dem Staubsauger erstmal Grobes entfernen und danach könnt ihr ein Taschentuch eindrehen und dann mit Hilfe eines Gegenstandes, zum Beispiel dem Kreuzschlitz von eben, den Auslauf hinaufschieben. Alles, was ihr bisher noch nicht erwischt habt, müsstet dann an dem Taschentuch kleben. Ja, und dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haltet eure Mühlen immer sauber und abonniert gerne den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich freue mich auf eure Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und wir sehen uns. Bis dann.